Willkommen bei iWorkplace. Was ist der Unterschied zwischen OneDrive und SharePoint? Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier OneDrive eingerichtet. Alles, was ich hier in diesem OneDrive-Ordner mache, also Ordner und Dateien einfüge, das wird automatisch mit der Wolke synchronisiert. Die Wolke ist irgendwo in einem Rechenzentrum gespeichert und ich kann überall auf diese Daten zugreifen. Das, was ich hier lokal habe und mit der Wolke synchronisiert ist, das kann ich auch online abrufen. Ich gehe dazu ins Internet, also ich öffne den Edge-Browser, gehe bei der Dienststelle zu ICT und bei ICT zu Login O365. OneDrive. Wenn Sie diesen Link, und Sie sehen, das ist ein komplizierter hier oben, einmal gespeichert haben als Favorit, dann sind Sie viel schneller. Ganz schnell können Sie einen Favorit speichern mit Ctrl-D und schreiben Sie hier einen verständlichen Namen, Login O365 und speichern Sie diesen Favoriten. Sie finden dann diese Favoriten hier wieder in dieser Liste. Also, ich logge mich nun ein mit meinem Login, das ist die Slutz-Adresse bei mir und hier das Passwort anmelden. Jetzt bin ich online und zwar bei Office 365. Hier online kann ich diese Programme hier verwenden und Dateien damit öffnen, die entweder in OneDrive sind oder in SharePoint. Wenn ich da nach unten scrolle, habe ich hier die beiden Unterschiede nochmals. OneDrive, das ist mit meinem PC synchronisiert und SharePoint, das ist mit meiner Dienststelle synchronisiert. Nun wähle ich einmal SharePoint aus. Ich kann hier entweder etwas verwenden, das ich kürzlich gebraucht habe, oder zu SharePoint wechseln. Und ich sehe hier eine riesige Auswahl, vor allem was ich letzthin besucht habe und bin ein bisschen verloren. Ich möchte hier, Schulen Luzern stimmt auch nicht, da ist meine Klasse gerade nicht drin. Wie kriege ich das hin? Ich gehe da nochmals zurück auf die Webseite von der Berufsschule und ich habe hier bereits vorbereitet Login Klassenseite Willisau. Dann sehe ich hier bei der Auswahl meine Klassen. Ich habe in Willisau auf alle Klassen Zugriff. Das ist vielleicht ein bisschen heikel, denn ich kann all diese Daten anpassen und verändern. Ich gehe hier auf DHF 17c. Einmal zulassen oder immer zulassen und ich bin jetzt auf der Klassenseite. Das sieht natürlich bei jeder Dienststelle anders aus. Bei uns ist das hier unterteilt in erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Das sind die verschiedenen Fächer. Hier gibt es verschiedene Ordner. Je nachdem haben dann die Schülerinnen und Schüler Zugriff oder nicht und sogar eine Abgabebox. Das heißt, wer hier eine Datei hineinlegt, kann sie nur hineinlegen, aber nachher nicht mehr bearbeiten. Hier kann man also alle Daten einfügen, die man braucht für die Zusammenarbeit mit anderen in der Dienststelle.